Hier stelle ich einmal den radioaktiven Zerfall dar. Und dafür brauche ich natürlich zuerst mal die Zerfallsgleichung und die heißt N. N ist die Menge des noch vorhandenen radioaktiven Elements, zum Beispiel Rubidium-87. Dann wäre es die Menge, die noch an Rubidium-87 da ist, wenn der Zerfall beginnt. Und dann hat man die Startmenge, das ist die Menge N0. Und dann kommt die eigentliche Zerfallsgleichung und die lautet dann E hoch minus Lambda mal T. Das ist die eigentliche Zerfallsgleichung. Es ist ja möglich, dass N, und das ist am einfachsten, wenn man N auf 1 setzt, dass dann nur noch E hoch minus Lambda T dasteht. Das ist so, wenn man eine Art 100% zu Beginn hat. Und das will ich dann einmal im Plot darstellen. Das ist eine ganz einfache Funktion mit entlang der x-Achse einem Parameter. Dieser Parameter ist in dem Fall das t. Also hier steht dann Plot e. Das n vorne wird weggelassen. Das ist das, was auf der y-Achse dasteht. Also e hoch minus Lambda mal t. Und jetzt ist der Parameter entlang der x-Achse das t. Und das soll mal dargestellt werden von zum Beispiel 0 bis 5. Und 5 wäre sowas wie 5 Milliarden Jahre in dem Fall. Jetzt muss noch Lambda definiert werden. Und Lambda ist eine Zerfallskonstante. Ich kann mir jetzt hier aus einer Datenbank zum Beispiel die Information holen über die Halbwertszeit von 87 Rubidium. Also das ist die Half-Life und dann bekomme ich die allerdings hier in Sekunden. Das ist jetzt nicht ganz so optimal. Hier unten sehe ich schon den Plot. Ich möchte jetzt aber das gerne in Jahren haben. Und dafür gibt es hier einen Befehl, dass mir das in Jahre umgerechnet wird. Und dann teile ich es auch gleich noch durch 10 hoch 9. Dann habe ich die Halbwertszeit in Milliarden Jahren, 48,1 Milliarden Jahre. Das ist die Halbwertszeit von Rubidium 87. Jetzt möchte ich aber nicht die Halbwertszeit, sondern die Zerfallskonstante Lambda und die Beziehung zwischen Halbwertszeit, wenn es hier Halbwertszeit von Rubidium 87 ist, dann ist die Beziehung zwischen Zerfallskonstante und Halbwertszeit, dass der natürliche Logarithmus, der hier Log heißt, von 2 geteilt wird durch die Halbwertszeit von Rubidium 87. Und dann führt es aus und das hier ist dann die Halbwertszeit von Rubidium 87, die Zerfallskonstante in Milliarden Jahre. Und hier unten sehe ich den Plot. Das sieht erstmal ziemlich linear aus, weil auf der x-Achse jetzt gerade die Zeit in Milliarden Jahren dargestellt ist und bei so einer hohen Halbwertszeit noch relativ wenig zerfallen ist, also gerade mal 6% ungefähr vom ursprünglichen. Um das ein bisschen besser zu sehen, unterdrücke ich erstmal die Ausgabe von diesen Halbwertszeiten, die interessieren mich nicht. Ermögliche mal, dass ich die Maximalzeit hier ein bisschen einstelle, die nenne ich mal T-Max. Die möchte ich mal einstellen zwischen 5 und sagen wir 500 Milliarden Jahre sind es dann. Also dieses T-Max stelle ich hier ein. Und dann habe ich hier so einen Regler und kann jetzt das T-Max einstellen. Und wenn ich hier mal dann einstelle bis 500 Milliarden Jahre, dann kann man schon diese Zerfallskurve sehr viel besser sehen. Jetzt ist vielleicht noch interessant, nicht nur den Zerfall sich anzuschauen, sondern auch die Zunahme an Rubidium 87. Und jetzt ist das ja immer eine Zahl, die von 1 aus kleiner wird, also 0,99, 0,98. Und die Differenz, die fehlt zu 1, ist das, was an Strontium 87 entsteht. Das heißt, hier schreibe ich diese Differenz hin, also 1 minus dem, was noch übrig ist. Und das ist dann das, was an Strontium 87 entstanden ist. Und stelle das Ganze dann dar. Und dann sehe ich hier oben einmal das zerfallende Rubidium 87 und hier das entstehende Strontium 87 und kann das dann hier noch ein bisschen besser sehen. Und hier der Überkreuzungspunkt ist natürlich bei genau 48,1 Milliarden Jahre, wo die Halbwertszeit ist. Und ich könnte natürlich jetzt noch hingehen und das Ganze ein klein wenig schöner machen, zum Beispiel einen Rahmen drumherum machen, ein Label noch dazu schreiben, bei dem dann auf der x-Achse auch steht, dass das die Zeit in Milliarden Jahren ist. Auf der y-Achse ist dann entweder ist beides drauf, ist Zunahme
beziehungsweise auch die Abnahme da. Und dann kann man das Ganze hier ein bisschen, besser sehen. Und so sieht zunächst mal der einfache radioaktive Zerfall im Zerfallsdiagramm aus.